Lediglich 50 Kilometer trennen Münster und Osnabrück. Zwei Szenen, die in etwa von der Größe und ihrem Kräfteverhältnis auf einer ähnlichen Höhe agieren. Nachdem es in der Woche vor dem Hinspiel in Osnabrück zu mehreren Fehlalarmierungen kam, sollte es am Derbytag erst so richtig losgehen. Und so kam es, dass eine sportliche Abordnung Münsteraner am Morgen direkt zu einer Lokalität der Ultras Osnabrück fuhr und diese besetzte. So erwischte es dort vor allem einige junge Ultras der Violetten, die zu diesem Zeitpunkt in der Kneipe verweilten. Beim Spiel passierte weiter nichts Erwähnenswertes. Und so kam es im Rückspiel im Jahr 2014 in Münster zu weiteren Scharmützeln beider Seiten. In der Woche vor dem Spiel fuhren mehrere violette Autos Richtung Münster, um dort das Umland mal zu verschönern. So erschienen in unmittelbarer Stadionnähe zuerst mehrere Bilder und Stromkästen. Zudem fuhren vermehrt Bahnen nach Münster mit einem netten Gruß der Nachbarn. Einige Nächte später kam es dann zu einem Aufeinandertreffen einer kleineren Abordnung beider Szenen. Münsteraner, die damit beschäftigt waren, die gegnerischen Schmierereien zu beseitigen, wurden von mehreren Osnabrück-Autos erwischt und bekamen dafür die Quittung. Jedoch ist zu erwähnen, dass Violett hierbei in Überzahl agierte. Unmittelbar vor dem Derby wurde Osnabrück mit vielen Betretungs- und Anreiseverboten belegt, weshalb die Szene personell eher schwach besetzt ins Feindesland reiste. Trotzdem konnte die Szene problemlos Pyrotechnik sowie Fahnen durch die Kontrollen schmuggeln, obwohl im Vorhinein ein Fahnenverbot auferlegt wurde. Während des Spiels kam es zu keinen weiteren Vorkommnissen. Nach dem Spiel kam es am Bahnhof in Münster zu einem unverhältnismäßigen Polizeieinsatz gegen die Osnabrücker, welche von der Staatsmacht geknüppelt wurden. Das war eine von vielen Vorkommnissen aus der Historie des Münster-Osnabrück-Derbys. Wenn dir diese Videos gefallen, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.